Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Andrea bastelt mit Action, Teddy und Co. Und ich habe wieder ein Action Haul und wir fangen gleich an, was ich gekriegt habe. Und zwar habe ich mitgenommen wieder diese Sticker. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt auch hatte das letzte Mal, aber ich finde die ja so klasse. Also die sind wirklich richtig, richtig toll. Ja, die habe ich mitgenommen. Und dann geht es hier gleich weiter. So, dann habe ich die drei Karten mitgenommen. Und zwar sind das so eine Karten, ich weiß gar nicht, ob man das mit der Kamera auch machen kann. Das sind solche Karten, wo sich das Bild verändert. Und ich finde die so mega toll, dass ich die mitgenommen habe, aber ich will die dann für irgendwelche Projekte benutzen. Guck mal, ob ich, wenn ich jetzt hier, dass es ein bisschen besser geht. Jetzt habe ich sie noch mehr drauf hier, ne? Also, dass man die wirklich so, dass die haben so eine 3D-Tiefenwirkung, das ist Wahnsinn. Ich hole die hier mal raus. So kann man das, oh, ist das mega. Und die ganze Fläche ist gemacht damit. Und ich hoffe, dass man das Motiv so ausschneiden kann. Oh, das sieht echt richtig 3D-mäßig aus. Und dann würde ich das nämlich gerne irgendwie für ein Projekt weiter benutzen. Ich versuche mal mit einer Schere, ob ich da reinschneiden kann. Ja. Man kann da reinschneiden, ist aber auch schon ganz schön tricky. Muss ich mal gucken, ob ich das sonst vielleicht mit dem Bastelmesser mache oder so. Aber ich würde das gerne nochmal anders aufsetzen und da das wirklich ein bisschen aufpimpen noch. Oder ich lasse die jetzt so und pimpe die dann noch weiter auf, dass ich die Karte so lasse und dann weiter aufpimp. Das habe ich hier reingeschnitten. Muss ich gucken, was ich denn hier reinmache. Ne? Aber ich kann euch sagen, das sieht so mega aus, wenn die so stehen. Und davon habe ich diese drei mitgenommen. Mit den Hunden und Hund und Katze. Ja, da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Mal gucken, für welche Projekte ich das benutze. Dann habe ich bekommen, und das ist ja neu hier, diese Stempelfarben. So, und die kann man rausnehmen. Ups. Die kann man alle rausnehmen. Okay. Ja, eigentlich kann man sie rausnehmen. Mal gucken, ob ich das so von unten drücken muss. Ja, ich muss von unten ein bisschen drücken. Genau, und dann kann ich sie rausnehmen. Und dann kann ich das so machen. Das ist natürlich gut, ne? Dass dann auch zum Festhalten ist. Ja, damit, die werden wir nachher gleich mal ausprobieren. Ich bastel ja wieder mit euch. Das ist jetzt bei jedem Haul so, dass ich auch immer mit euch bastel. Im Anschluss vom Haul. Das habe ich mitgenommen. Dann habe ich das mitgenommen. Sketch Wallet. Ich packe das mal kurz aus. So, das ist neu. Ich habe es jedenfalls da noch nicht gesehen. Ich fand das total cool. Dann ist das eine Tasche mit Klettverschluss. Die kann man dann aufmachen. Und dann sind da die ganzen Stifte drin. In verschiedenen Stärken. Finde ich total mega. Dann einmal Radiergummi und ein Anspitzer. Und dann hier auch ein schöner Block. Mal sehen, wie das Papier so ist. Ich stelle das irgendwie drauf. Mal gucken. Skizzenblock. Steht das hier vielleicht drauf? Ne, Made in China. Ja, das wissen wir ja schon, dass vieles aus China kommt. Ich sehe jetzt hier nichts, welche Dicke das hat.
Aber es ist, ich schätze mal, 120 Gramm würde ich jetzt schätzen. Und ja, ist ein ganzer Block. Kann man also gut für unterwegs nehmen. Und dann kann man da auch einen neuen Block wieder reinmachen. Finde ich total klasse. Ja, und ich finde das ja so ein bisschen langweilig. Da werde ich natürlich mein Plotti nochmal, hier mein Plotti Junior, die Cricket Joy, mal anschmeißen und was Schönes da drauf machen. Jetzt das Motiv fand ich jetzt auch ganz toll. Lass mal gucken, ob ich damit auch nochmal was mache. Ja, das durfte dann auch mit. So, dann habe ich noch einmal diesen DIY-Block genommen, mitgenommen. Und ich glaube, den hatte ich nämlich noch nicht. Und wenn, dann habe ich ein Doppel, das macht bei denen auch nichts. Damit machen wir gleich im Anschluss eine schöne Karte. So süß. Ich finde das ja so süß. So herzig. Auch die beiden Verliebten sind hier wieder. So, der auch. Und ja, Familie Bär oder Familie Maus, Familie Hase. Ja, habt jetzt alle Tiere durch. So. Von dem habe ich noch einen mitgenommen. Die drei, also wenn ich die doppelt habe, macht das auch überhaupt nichts. Ach so, vielleicht sollte ich euch den auch noch mal rein zeigen hier, ne? So, das ist dieser, aber ich glaube, den habe ich schon gehabt. Dann, ich weiß jetzt nicht, ob ich euch die schon eben gezeigt hatte oder einfach da hingelegt habe. Geht ja auch nicht, ne? Wollt das ja sehen. So, dann habe ich mitgenommen, das ist neu. Ach, ich habe noch einen davon mitgenommen. Noch einen davon mitgenommen. Ja, auch. Richtig toll. So, und das ist neu. Und das ist Mal nach Zahlen. Und hier hinten sind die Bilder. So soll das aussehen, wenn das fertig angemalt ist. Das finde ich irgendwie nicht so schön hier, muss ich sagen. Ja, nicht so. Da fehlen mir so ein bisschen die Konturen. Aber den Löwen fand ich toll, die Katze fand ich toll. So. Und die Motive sind da eben halt alle drin. Ja, hier, das fand ich auch toll. Das ist ja immer so meins, so alles, was so Richtung Afrika ist. So meins. Das mit dem Delfin finde ich auch schön. Ja, man kann diese Bilder ja nachher auch alle benutzen, ne? Wenn man fertig ist. Sind das natürlich schöne Bilder, die man für Karten benutzen kann, ne? Hund finde ich auch total süß hier. Löwen sowieso. Ja, das Pferd auch. Da sind richtig viele drin. Es gab noch eins mit Blumen, das hat mir aber nicht so gefallen. Das habe ich dann nicht mitgenommen. Hier, der Kolibri ist auch toll. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich nachher so eine Farbe ist oder das nachher auch anders aussieht. So, das ist Nummer 5. Dann gucken wir mal. Ach, das ist aber auch toll hier. Bei Nummer 5. Ne, das sind doch unterschiedliche Farben. Also hier oben sind die Farben dann so angegeben. Und hier sind die Zahlen. Und ja, jetzt muss ich mal wieder meckern. Was ich jetzt hier gerade sehe, ist, dass die Zahlen so klein sind. Ja, aber ich gucke mal mit der Lupe. Ups. Ach. Ja, ich kann ja so nicht malen. So kann ich das natürlich sehen, aber so kann ich nicht malen. Muss ich mir den ein bisschen weiter runter machen.
kann ich das auch nicht sehen. Ja, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Also die sind ja auch dann richtig, richtig klein. Also das hätten sie ruhig ein bisschen stärker abdrücken können. Also sieht man nicht wirklich. Also wenn man jetzt die Lupe hat, dann kann man das sehr gut erkennen. Aber auch nur mit Lupe. Die sind nicht so wirklich richtig gut abgetropft. Ich werde mal gucken, wie das ist mit Malen. Ich wollte das abends so machen, so als Beschäftigung. Ich mache ja gerade eine Diät und bin auch schon erfolgreich. Und das soll doch ein bisschen weitergehen. Das ist hier wohl mit Schmetterlingen. Hier, ja, die Kleinzahlen. Ich halte euch das mal in die Kamera, dass ihr das mal sehen könnt. Mal hier so, wo so ganz kleine Zahlen sind. Guckt euch das mal an. Also das ist ein bisschen, ist schade, dass das wirklich so schwach abgedrückt ist. Das hätte einfach ein bisschen stärker gedruckt werden müssen. Aber das will man wahrscheinlich nicht, damit die Linien nachher nicht zu sehen sind. Ja, ich werde das mal testen. Also ich finde das total schön. Ich werde das mit Buntstiften machen und ich werde das mal testen und dann mal gucken, wie das so aussieht. Ich habe das früher viel gemacht. Hat mir immer viel Spaß gemacht. So, jetzt haben wir ein bisschen gemeckert. Dann habe ich in der Pflanzenabteilung, in der Kunstpflanzenabteilung, dieses Juteband gefunden. So. Was, da ist noch richtiger Kleber drauf. Kriegt man das denn ab? So. Gucken, dass man das abkriegt, ohne das ganze Band hier auseinander zu reißen. So. Und das ist so richtig schönes Juteband. Ach, das ist sogar doppelt gelegt. Muss ich dann erstmal auseinander machen. Und ja, das hatte ich gedacht, richtig toll für Junk Journal. Ich kann mir das aber auch auf einer Grußkarte total gut vorstellen. So ein Stück davon auf einer Grußkarte. Jetzt haben wir hier mal eine parat. Ein Stück so auf einer Grußkarte drauf. Und also nur so ein Stück drauf, ne? Ein schönes Motiv da drauf, so ein bisschen Richtung Vintage, kann ich mir auch gut vorstellen. Auch für eben halt für Junk Journals, für die Cover. Und das ist ja ein richtig, richtig großes Stück. Mal sehen, ob das drauf steht, wie groß das ist. Ja, 1,40 Meter mal 5 Meter. Ne, 14 Zentimeter mal 5 Meter. Oh, da kann man schon ein bisschen was mit umwickeln. So. Dann habe ich mitgenommen. Einmal dieses Rosewasser. Oder Rose Water. Das ist ein Tonic. Da habe ich geguckt mit der App Foxtox. Das ist schadstofffrei. Ne, deswegen benutze ich das gerne. Ich gucke ja immer mit der ToxFox, ob das irgendwelche Schäden hat. So, dann habe ich mitgenommen diese Vase hier. Und da habe ich ja noch die Sticker von La Planche, diese Keramiksticker. Und damit wollte ich diese Vase machen. Also daraus wollte ich so ein richtig tolles Dekostück machen. Dafür habe ich mir dann noch einmal diese Kerze mitgenommen hier. Die soll dann nachher rein und dann die Sticker und dann welche oben noch ein bisschen Band rum machen. Das wollte ich mit euch zusammen machen. Das ist eine Deko, die relativ schnell gemacht ist, aber mit Sicherheit total schick aussieht. Und dann habe ich dafür diese schwarzen Steine mitgenommen, die da unten rein sollen. Und dann soll die Kerze da so mit drauf. Und dann wollte ich gerne noch so eine Lichterkette da so rum haben. Und ja, die Kerze soll Deko sein, die will ich gar nicht abbrennen. Und genau, dann hier oben noch irgendwas so rum und dann war es das auch schon. So. Ja, dann habe ich mitgenommen, ganz wichtig, eine neue Nagelbürste.
Die andere hat sich schon irgendwie ein bisschen verabschiedet. Die durfte auch mit. Und die habe ich jetzt im Ort. So süß. Oh, das ist großer Drittel. Und zwar nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Und die drei sind, ich fand die so süß. Da habe ich gedacht, das ist doch, das kann man doch schön auf dem Board arrangieren und dann da so ein richtig schönes kleines Deko-Geschenk draus machen. Ja, ich finde die auch niedlich für uns da irgendwo zu Deko. Das Problem ist nur, dadurch, dass wir ja hier auch die zwei Kanäle haben und unser Bastelzimmer, ist das mit uns, mit Flächen für Deko, selbst in unserer Wohnstube, schon mager. Aber ich denke mir mal, ich mache dir da ein kleines Geschenk raus. Aber ist das nicht süß? Also ich fand die so herzig. Die mussten mit. Ich konnte da nicht dran vorbeigehen. Das gab die auch noch in anderen Farben, aber der hatte gleich mein Herz erweicht. So, dann, und das fand ich total gut, da muss ich noch mal gucken, ob das wirklich stimmt mit dem Preis. Fand ich den Preis nämlich enorm. Okay. Ach ne, das war markant. Dann habe ich den doch in meinem Portemonnaie. Und zwar meinte ich, das war 1,29. Das ist ein Klassbehälter. Und ich habe den gekauft eigentlich wegen dem Behälter. Weil den kann man nämlich ganz, ganz toll gestalten mit Serviettentechnik, dann mit einer Lichterkette drinne. Und ja, das fand ich total mega. Und was da drinne ist, ja gut, das kann ich wahrscheinlich auch. Ich wollte ja mit euch diese Bilderrahmen machen, wo ich dann diese Lichterkette mit einbaue. Und ich glaube, das kann ich dafür gut gebrauchen. Ich muss mal gucken, wie die sich so anfühlen. Mach das mal auf hier. Ach, das ist so ein Draht da dran. Damit das unterwegs nicht aufgeht. So. Blups. So, das ist so. Ja, so ein Granulat ist das. Ist natürlich auch mega. Also das könnte man ja toll in Verbindung mit den Hündchen machen auf so einer Schale. Wenn das Granulat so rum, eine Lichterkette vielleicht noch darum. Ja, siehst du, schon habe ich einen Einsatz gefunden. Aber das Glas fand ich total mega. Und dann habe ich das mitgenommen. Und auch nochmal mit gefüllt mit Tannenzapfen. Ich weiß nicht, ob die hier schon ein bisschen schimmelt, dann nehme ich die mal raus hier. Und die Tannenzapfen kann man natürlich jetzt gut für die Winterdeko gebrauchen. Kann auch bei den Hunden mit hin. Ich glaube, ich muss die Hunde bei mir hinstellen. Die sind so, so süß. Ja, toll sind die Tannenzapfen. Haben eine schöne Größe. Kann man auch auf Karten drauf machen. Doch, die sind auch schön. Ganzes Glas voll. Gab es noch mit anderen Sachen drin, aber ich habe jetzt die beiden mitgenommen. Und das will ich eben halt bebasteln. Und ich meine, das war 1,29. Das fand ich wahnsinnig toll, diesen Preis, wenn das stimmt. So, das war mein Haul von Action. Ja, das ist ja neu. Und die Stifte, meinte ich, sind auch neu. Ich glaube, die gibt es auch noch nicht so lange. Ich packe das jetzt erstmal alles weg und anschließend basteln wir zusammen. So, ich habe mir jetzt das erste Blatt hier rausgenommen, hier dieses mit dem Tannenbaum. Und habe jetzt hier, Papier nochmal drunter gemacht, Spiegelkarton. Und jetzt wollen wir nochmal gucken. Ich habe mir jetzt diesen Stempel rausgesucht. Und ich muss jetzt, glaube ich, erstmal den Akku wechseln. Bis gleich. So, Akku gewechselt. Und jetzt mal gucken. Nehmen wir mal ruhig dieses richtig kräftige Grün. Und so, irgendwie, wie war das jetzt hier von unten? Eben hatte ich das doch. Oh. Ach.
Boah, sag mal. Komm mal raus da. Ich weiß ja auch nicht, dass mir das hier sonst wohin hüpft. Ich gleich überall. So. Muss man wahrscheinlich ein paar Mal machen. Dann geht das wohl. So, und jetzt mal gucken. Jetzt den Stempel damit benetzen. Dann das erstmal so irgendwo abstempeln. Ja, also Stempelfarbe sehr, ich würde mal sagen, schon ein bisschen trocken irgendwie. Hätte ich jetzt mir ein bisschen intensiver vorgestellt, aber so, mal gucken. Also aussehen tut die Farbe viel kräftiger. Und da oben noch mal ein. So. Also er stempelt auf alle Fälle. Das mit diesem Rauskriegen ist schon ein bisschen tricky. So, und jetzt werde ich aber noch mal gucken. Jetzt mal noch mal kurz abstempeln hier. Ja, auf der Seite kann ich auch stempeln. So, und jetzt machen wir das mal so. Gucken. Ja, doch, also Farbverlauf geht damit. Ja, das finde ich schon mal mega. So, muss ich nochmal gucken. Ja, hier sind sie jetzt auch so ein bisschen besser. Ah, jetzt habe ich dann natürlich die Farbe drin. Okay. Gucken die Farbe nochmal. Also Farbverlauf kann man damit machen. Ja, besser als die anderen, die sie damals hatten. Also das geht auch. Farbverlauf geht auch. Ja. Das schon mal. So. Den muss ich jetzt sauber machen. Ach so, und jetzt wollte ich noch so ein bisschen den Rand einfärben. Geht auch. Also ich würde mal so sagen, man darf natürlich nicht zu viel erwarten. Ne? Aber sie funktionieren auf alle Fälle. So. Und den Tannenbaum, den wollte ich nämlich auch noch mal so ein bisschen den Rand einfärben. Den wirkt das nicht so nach dieser Schneidelinie oder da, wo das gestanzt worden ist. Das hat dann so ein bisschen weicheren Charakter. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, aber das kann man gerade bei
so Stanzteilen wunderbar machen. Den Rand einfärben. So. Okay. Jetzt wollen wir das auch wieder prägen hier. Damit er auch schön 3D-mäßig da drauf kommt. So. Genau. Jetzt kleben wir das erstmal zusammen. Ich jetzt mit meinem Tacky-Glue kleben. Ich habe doch da die Dings immer drauf gehabt. Jetzt fest geworden. Das ist ja doof. Ich habe extra den Deckel ordentlich sauber gemacht. Ja, da muss ich dann mal gucken. Und auch richtig drauf gehabt. Okay, dann darf das doch der andere Kleber werden. Da muss ich noch mal gucken. Dafür ist er dann zu teuer, wenn er eintrocknet. Obwohl er ja richtig steht. Oder vielleicht muss man den so lagern. Macht ja aber auch keinen Sinn, dass er nicht eintrocknet. Ich werde es, glaube ich, so machen, dass ich den so lagere und ihn dann umdrehe, wenn ich ihn brauche. So. Ich hätte das jetzt auch mit Abstandspads drauf machen können. Aber ich mache das jetzt mal einmal plan. Diese DIY-Blöcke sind einfach klasse. So, jetzt kommt der Tannenbaum rauf. Wenn ihr das so 3D-mäßig macht, dann braucht ihr auch gar nicht überall jetzt die Pads drauf machen. So, dann setze ich den da drauf. Und jetzt habe ich gedacht, nehme ich nochmal von diesen Stickern hier. Einmal hier Merry Christmas. Das kommt einmal hier so unten hin. Und dann waren da noch so Pakete. Ich gedacht, da packe ich denn daneben eins. Und eins auf der anderen Seite. Ja, und so ist auch die Karte schon richtig schick geworden. Genau, dann bereite ich mal die nächste vor. So, ich habe die ganze Zeit überlegt, irgendwas fehlte mir hier. Und ich hatte hier mal extra den Sternstanzer noch hier hingelegt. Und jetzt habe ich noch ein paar Sternchen drauf. Und jetzt ist sie richtig für mich. So, jetzt kommt die zweite. Und dann machen wir das auch wieder so. Und da werden wir das mal so machen, wie das hier gezeigt ist. Ach, ist das süß. Wo ist denn das Herzchen? Ist hier noch ein Herzchen? Nö. Ja, gucken wir mal. So, das kleben wir jetzt erstmal rauf. Das kommt dann so darauf. Also das sind wirklich, die DIY-Blöcke sind wirklich schnell gemacht, die Karten. Und ich finde die einfach klasse. Gerade wenn man das jetzt auch noch so ein bisschen mit Spiegelkarton hinterlegt. So, und dann wollen wir sie mal holen hier, was wir alles hier haben.
Aber das Herzchen fehlt. Wo ist denn das Herzchen? Ja, da muss ich dann noch mal gucken. So, hier ist dann noch mal 3D-mäßig. Kommt das hier rauf und das hier rauf. Und das machen wir jetzt auch so. Dass wir das so ein bisschen prägen. Bisschen rauf, mal gucken, geht bestimmt auch. So, das setzen wir da erstmal rauf. Mich total, dass ihr so fleißig meinen Kanal abonniert. So kann ich wachsen. Das ist das, was ich mir echt von euch wünsche. Und dass ich dann in absehbarer Zeit auf 3000 komme, ist ja nicht mehr weit. Ja, das ist mein Wunsch an euch. So. So drauf. Naja, wünschen kann man sich aber was, ne? Was denn in Erfüllung geht, ist die zweite Frage. So. Ja, ich mache ja jetzt gerade Diät und ich habe da so eine tolle App, hat meine Nichte mir empfohlen. Und ja, mega, mega. Och, ist das süß. Ich mag ja so einen süßen Kram, ne? Also so jetzt sowas. Ich mag auch sonst süßen Kram. Obwohl ich, ne, ich bin eigentlich eher mehr die Herzhafte. Also, ich mag auch gerne so Kartoffelchips und ich mag gerne alles, was so fett ist. Ja, das ist jetzt auch leider auf meinen Hüften zu sehen. Und jetzt hatte ich ein Gewicht erreicht, wo ich gesagt habe, ne, jetzt ist Schicht im Schacht hier. Und ja, und mit dieser App ist es total gut. Total einfach, das ist immer für mich wichtig, dass es einfach geht. Wenn ihr euch dafür interessiert, was das für eine App ist, sagt mal Bescheid. Dann schreibe ich das mal im Kommentar mit rein. So. Oh, so süß. So süß. Also die Stempel, sie funktionieren, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, meins ist es nicht. Ich glaube, die muss da drauf, ne? Damit die ganz zu sehen ist, so Nase an Nase hier. Ein bisschen. So. So ist ja nicht so, dass du. Dass es aussehen soll, als wenn sie fliegt, ne? Aber ich weiß nicht, wo das Herz geblieben ist. Oder ob da überhaupt ein Herz war. Aber das kriegen wir auch noch hin. So. So, so süß. Ja, also nochmal zu den Stempelfarben, sie funktionieren. Man kann damit auch farbverlaufmäßig stempeln. Meins ist es nicht.
Also ich glaube nicht, dass ich da großartig mit arbeiten werde. Diese anderen Stempelkissen, die kleinen, die finde ich ja ganz gut. Die habe ich ja auch immer ganz viel im Gebrauch. Das sind ja diese aus der Dose. Die fand ich auch richtig toll. Die anderen Farbverlauf-Stempelkissen, die habe ich auch alle weggegeben. Das war auch nicht meins. Aber man kann da bestimmt auch Papier einfärben. Also man muss sie ja nicht nur für Stempel nehmen. Kann da bestimmt auch ein bisschen noch mit rum experimentieren. So, dann kommt hier die Schleife nochmal rauf. Und dann hier Christmas Wishes. Genau, das packen wir mal hier unten hin. Das mache ich jetzt aber nicht 3D-mäßig. Das lasse ich so. So. Wo ist das Herz? Gucken. Ob ich hier vielleicht ein kleines Herz als Stecker habe. Da gucke ich gleich mal nach. So. Das kommt dann hier schon mal hin. Also die Silikonunterlage ist total gut zum Filmen, aber da irgendwas abzusammeln, das bleibt da alles drauf kleben hier. So. Kann aber auch meckern, ne? Hier kann man zum Beispiel jetzt noch ein schönes Loch reinmachen und eine Schleife. Das werde ich auch gleich mal machen. Dann noch so eine Schleife rummache. Und dann hatte ich gedacht, das kann hier noch mal rein. Das werde ich auch gleich noch mal machen. So. Gucken wir noch mal. Nö, sind zwar with love. Das ist auch so with love. Oh, nee, das ist mir irgendwie zu rot. Nee, ich glaube, ich mache da oben noch mal ein paar. Ja. Guck mal, ob ich da auch noch ein paar Sterne hinmache. Da muss ich mal gucken. Da war scheinbar tatsächlich kein Herz bei. Sieht so ein bisschen so aus. Ich habe das ja jetzt auch alles hier noch. Habe ja auch alles rausgenommen. Muss ich eventuell das Herz. Das ist so ein Stanzer von Teddy. So. Aber der funktioniert gut. Ja. So, so mache ich die noch darauf. Und ich glaube, ich male den jetzt gleich ein Herz. Was ist da denn jetzt hier? Gehört das? Ach so, das gehört da drauf. War da drauf? Ja, das gehört da drauf. Ich dachte, da war gerade ein Fleck. Das, eigentlich hätte ich das genau da so anpassen müssen. Aber gut. Gar nichts sehen. Ne? So. Ja, so ein paar Sternchen da drauf. Das sind auch immer schön. Dann hier noch drauf. So. Und nun muss da noch ein Herzchen rauf.
Womit male ich das? Ich male das mit so einem Buntstift hier. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, wunderbar. Jetzt ist das Herz da. Wunderbar. Ach so, ja, dann wollte ich das ja noch da reinmachen und dann noch ein Band holen. Das hole ich jetzt mal und dann bin ich gleich wieder da. So, bin ich wieder und ich habe mir jetzt dieses Motiv ausgesucht und da habe ich jetzt in Gold so einen Hintergrund gemacht. Das setze ich jetzt erstmal auf. Frosch im Hals hier. Keine Miete zahlt, so geht das nicht. So. So. Ja, da habe ich die Nase nicht gut genug abgeschnitten. Muss man mal gucken, dass man die Nasen ganz gut abschneidet. So, und das Ganze kommt dann auf die Karte. Also das ist schön mit diesen DIY-Blöcken. Das ist wirklich schön. Ich finde die Karten toll. Gehen jetzt so ein bisschen in Richtung niedlich. Und mit den Standschablonen kann man schon toll welche so ein bisschen klassisch auch machen. So, dass man praktisch für jeden da sowas zur Verfügung hat. Nun ist das hier so ein bisschen 3D-mäßig aufgebaut. Dann mache ich das wieder so, dass ich das präge hier. Und da nehme ich jetzt aber nicht diese ganz dicken. Gucken, die sind dünner, ja. Nochmal so ein paar dünnere. Oder sind die noch dünner? Da ist das gleiche. Müssten aber dünner sein als meine anderen. Ja, die sind dünner. Und die sind noch älter. Oh. Die sind irgendwie nicht richtig geschnitten hier. Ja, ich muss mir mal ein paar neue gönnen. Das ist dann auch teilweise so, dass man die Schutzschicht nicht mehr abkriegt, ne? Aber gut. Ich werde sie noch, solange sie irgendwie noch funktionieren, werde ich sie noch benutzen. So, und jetzt muss das natürlich gut da drauf gepackt werden. So. Und dadurch wirkt das richtig plastisch. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber das sieht richtig gut aus. So, und dann habe ich ja noch so einen hier. Machen wir auch noch mal zwei ran. Ah. Ja, die sind echt übel. Kleben irgendwie alle zusammen, aber nicht da, wo sie kleben sollen. Muss ich aufpassen, dass ich nicht die Klebeschicht runterziehe. So.
Boah. Aber noch mal hingekriegt hier. So, und hier jetzt auch noch mal genau gucken. So. Nun sieht sie wirklich so richtig 3D-mäßig aus. Und dadurch, dass das so gewölbt ist, sieht das aus wie ein Stück. So, das gleiche habe ich hier noch mit den Geschenken hier. So, Kampf der Pets. Ja, die sind überhaupt nicht richtig auseinander geschnitten. Den anderen auch noch hier. So. Ja, man darf nicht zu dicke Pads nehmen, sonst sieht das auch nicht aus. So. Und dann nehme ich jetzt nochmal ein so ein Pad. Das geht eigentlich in der Regel auch ganz gut, wenn man diesen 3D-Silikon nimmt. Habe ich auch da. Damit kann man auch 3D-Bilder gut übereinander stapeln. Dann kann man das nämlich so so machen, welche Höhe man haben will. So. So, jetzt habe ich das aber geschafft. Und das sieht gut aus. Richtig, richtig toll. Gefällt mir ganz toll. So, und das wollte ich jetzt mit 3D-Pads, aber dann nehme ich jetzt die anderen. Die sind zwar auch schon älter, aber die sind wenigstens, kleben wenigstens nicht alle zusammen. So. Wunderbar. Das kommt mal hier hin und dann Simply Having a Wonderful Christmas Time. Und das mache ich jetzt wieder damit. So. So, jetzt muss noch das Schildchen daran. Ein bisschen quer. Das sieht ja schon mal richtig gut aus. Und dann habe ich ja hier noch ein bisschen von dem Spiegelkarton übrig.
So, gucken wir mal. Mache ich da noch mal ein paar Sternchen drauf. Was gibt es da damit? Das gibt der Karte einfach noch so ein bisschen Pfiff. So, das reicht mir auch schon. Der ist über hier. So, dann zeige ich euch die Karten noch mal einzeln. So, das ist jetzt die letzte. Auch so richtig mit diesem 3D-Effekt. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen rüberkommt. Aber das sieht in Natura richtig toll aus. Und ich finde die so schön. Man kann natürlich jetzt auch sagen, dass man jetzt diese englischen Sprüche weglässt und dann einfach deutsche Sprüche raufmacht. Ne? Das steht ja nicht da drin unter Vertrag, dass ihr das so machen müsst, wie das in dem DIY-Heft vorgeschlagen wird. Deswegen könnt ihr es ruhig zweckentfremden. Macht das so, wie euch das am besten gefällt. Und das war dieser Block hier von Action. Und ich finde die total niedlich, schnell gemacht, sind ein bisschen verspielt. Und ja, mir gefällt das. Darf ja auch ein bisschen glitzern Weihnachten. Und ich bin schon gespannt, was ihr sagt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ganz, ganz liebe Grüße. Vor allem bleibt gesund und vielleicht bis nächstes Mal. Ciao.